Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Gegard Mousasi kehrt zurück. Am 12. Mai bei Bellator Paris wird er gegen Fabian Edwards in der Accor Arena antreten. Bei diesem Event kann Mousasi seine Möglichkeit nutzen, um die niederschmetternde Niederlage gegen Johnny Evelyn vergessen zu machen, in der er über die volle Distanz 5 Runden lang dominiert wurde. Ein Sieg über Edwards wird Mousasi direkt zum Rematch mit Evelyn führen und ihm die Chance bieten, seinen Mittelgewichtsgürtel zurückzuholen. Mousasi werden laut Tapology 83% Gewinnchancen durch TKO zugesprochen. Mit verbleibenden 17% tritt Edwards als Underdog an, allerdings gewinnt er im Punkt Reichweite mit 202 cm an Reach, ein deutlicher Vorteil gegenüber Mousasi, dessen Reach bei 193 cm liegt. Jabs wird Edwards mindestens so oft wie Mousasi durchbringen wollen und können. Beide werden sich im Stand-up alles abverlangen, so viel steht fest. Die Erfahrung aber, die Mousasi mitbringt, übersteigt die von Edwards haushoch. Genau die Tatsache könnte Edwards zum Verhängnis werden. Mousasi 59 Kämpfe, davon 49 Siege gegen Edwards mit 13 Kämpfen, 11 Siegen, nur 2 Niederlagen, die gegen Costello Fancinis via Decision und Austin Vanderford ebenfalls via Decision. Auch Mousasi verbucht auf seinem Kampfrekord einen Kampf gegen Austin Vanderford, nur mit dem Unterschied, diesen auch besiegt zu haben, das durch einen heftigen Schlag zum Kopf, die Vanderford aus dem Gleichgewicht gebracht hat, mit anschließenden donnernden TKO-Punches am Boden. Nimmt man sowohl bei Mousasi als auch bei Edwards Austin Vanderford als Ausgangspunkt für Bellator Paris am 12. Mai, sehe ich Gegard Mousasi als Sieger durch KO, TKO in der Hälfte der zweiten Runde oder gegen Ende der dritten Runde. Facts: Gegard Mousasi Siegesserie bis zum Abbruch bestand aus 4 Siegen gegen Austin Vanderford, TKO, John Salter, TKO, Douglas Lima, Decision und Lyoto Machida, Decision. Fabian Edwards letzten Siege gegen Charlie Ward, Decision und Lyoto Machida, KO.